I think it was very exciting how the team responded uh, on the last game um, in Ingolstadt. Yeah, I thought our guys did a great job of uh, regrouping after a, a not so great game in here in, in game number three um, and really did what we needed to do, and that was go down there and get a win. So uh, the series is level now, and we've got to make sure that uh, we continue to move in the direction that we, uh, we started to in the last hockey game. Also man muss in die Richtung weitergehen, in, der man, in die man gegangen ist beim letzten Spiel. Die Mannschaft hat sehr gut geantwortet in Ingolstadt auf das vorhergehende Spiel, das ja eben nicht so toll war. Das hatte man ja 1 zu 6 hier zu Hause verloren. But you have to shake that uh, win off as well as you have to shake off losses. Um, so what's going to be important today, except the fact that you have to, uh, you have to play hard and, and all those things? Well, I think the biggest thing for us is that we need to understand exactly that. Uh, you know what's, uh, what's happened in the past is now over so we've got to make sure that we're not uh, too too loose and too too comfortable uh, coming uh, you know coming off the win there and instead we want to use uh, you know the, the end of the result in game number 4 to springboard us into a good game 5 also man muss jetzt heute aufpassen natürlich muss man hart spielen das That's das ist klar aber man muss aufpassen dass man eben auch um, diesen sieg nicht überbewertet, dass man nicht zu locker, nicht, nicht zu gelassen in dieses spiel heute reingeht, sondern dass man eben auch uh, sehr konzentriert hier zu werke geht. ihr um, team hat so viele times gezeigt, has had the uh, um, possibility to, to, to um, show a lot of character and they did it last game as well. i think now the la next couple of games is going to be a test of character. that's it. Oh sure, I mean it's uh, it's a best of three now, and uh, both teams know what's at stake. So, I would expect that we're going to see, <clears throat> excuse me, the best uh, the best games in the series coming up right now. Uh, both teams are going to be poised, and uh, I'm sure it's going to make for exciting hockey. Also, es wird ein interessantes Spiel. Die Mannschaft hat immer wieder Charakter gezeigt und hat äh, die Möglichkeit äh, gehabt, immer wieder Charakter zu zeigen. Und äh, jetzt wird es ein Test, te Test von Charakter eben in den nächsten paar äh, Spielen werden. Das war meine Frage und, und er sagte, ja, es wird ein sehr, sehr interessantes Eishockeyspiel werden. Der Coach sagte nach dem Game, dass Ingolstadt nicht Panther Eishockey gespielt hat. Also, sie nicht ihr Hockey gespielt guys Ihr habt play euer Hockey. So, uh, if they play their hockey you play your hockey what's going to happen <laughs> it's funny it's almost like I, I was saying the same thing after game three here uh, you know they played well and uh, we didn't play our game so it's, uh, it's really not surprising that uh, he felt that after the game but you know i mean for us uh, we can't worry about what they do we just have to make sure we're, we're focused on what we need to do and again uh, get off to a good start here in the beginning of this game and take it from there Also man muss einen guten Start hinlegen. Meine Frage war gewesen, deren Coach hatte gesagt nach dem Spiel ähm, in Ingolstadt, als die Adler 6:2 gewonnen hatten. Wir haben nicht unser Panther-Eishockey gespielt ähm, und ähm, habe ich gefragt, ja was ist, wenn die jetzt ihr Panther-Eishockey spielen und die Adler ihr Eishockey spielen, was wird dann passieren? Er hat gesagt, naja, es wird äh, zumindest sehr sehr interessant werden. Das ist das, was deren Coach gesagt hatte nach dem Spiel. Das ist ein bisschen auch das, was er gesagt hatte, äh, Jeff Ward gesagt hatte nach dem Spiel, dass sie ihr, ihr Spiel nicht hinbekommen haben und wenn beide das hinbekommen sollten, sie sehr sehr interessantes Spiel werden. ich wish you a very good game. Thanks, Annie.